Thema, wie kann man familienfreundlich in der Stadt reisen? Ich mache ein Experiment. Ich habe hier eine Familie gefunden, das sind auch Verwandte. Und gemeinsam haben wir hier 7 Kinder. Und wir werden mal sehen, wie es funktioniert, wenn wir nach Wien hineinreisen. Wenn du so wie ich aus Amerika kommst und in Österreich arbeitest, dann kommt dir Europa und Österreich zumindest etwas familienunfreundlich vor. In Europa gibt es, oder zumindest hier in Österreich, gibt es meistens kleine Familien, 1-2 Kinder. An der Westseite der USA hast du öfteres größere Familien. Wir haben den Zug nicht bekommen von der Stadt, wo wir waren, Wöllersdorf nach Wiener Neustadt, und mussten dann mit dem Auto herfahren. Sind also mit dem Auto hergefahren, haben alle hineingepackt. Ja, und das war, was nicht positiv war, ist, dass die Anzeige auf dem Zug, dort wo die Stelle war, die Anzeige war nicht korrekt. Da war also eine Angabe gegeben, die nicht richtig war. Und das war nicht positiv. Aber was positiv ist, hinter mir ist ein riesiges Parkhaus. Wir sind in das Parkhaus hineingefahren. Plätze waren genug da und hier kommt man hinaus, und gleich hier vorne ist der Bahnhof und man geht gleich hier hinunter und ist drinnen. Also sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr familienfreundlich, und es gibt auch einen Lift für Familien, die Kinder haben. Das ist wirklich toll, also wiederum 10 Punkte bei der Transportation. Es ist so sauber hier in der Neustadt. Also diese Station, unglaublich. Keine Graffiti, der Boden ist sauber. Ich habe vorher gerade jemanden gesehen, der vorbeigefahren ist und hier den Boden sauber gemacht hat mit seinem kleinen Wagen. Das ist wirklich sehr. Also ich weiß, wie man das tun soll, aber auf jeden Fall fahren wir hier mit dem Weg hin drauf. Wirklich toll, positiv. Die sind groß genug, diese Escalator, diese Fahrtreppe, dass man mit dem Kinderwagen hier, der klein ist, auffahren kann. Soll wahrscheinlich nicht machen, aber eine positive Sache. Die bessere und sichere Art ist natürlich, hier mit dem Lift zu fahren. Das ist viel, viel besser. Aber beides funktioniert und beides ist richtig gut gemacht. Nächster Punkt ist, dass es an den Haltestellen, in größeren meistens, ein kleines Geschäft gibt, wo man Sachen einkaufen kann. Sehr, sehr positiv. Und das ist Europa einfach wunderbar. Bahnhof von Wiener Neustadt angekommen. Und hinter mir hier ist ein kleines Plakat, das sehr interessant ist. Nämlich der Bahnhof ist eine Schutzzone. Das heißt, in dieser Schutzzone dürfen Leute, die schon eine strafbare Handlung gemacht haben, Diebstahl, geschmuggelt, irgendwas Böses gemacht, vorbestraft sind, nicht sich aufhalten. Ganz, ganz toll. Das heißt, man weiß, hier kommen Kinder, hier kommen Jugendliche, hier sind Familien. Man weiß, dass hier ein höherer Schutz da ist. Ich habe keinen Polizisten gesehen, aber Schutz und Ordnung für Familien ist das Wichtigste. Man braucht das, um in einer Stadt oder irgendwo leben zu können. Toll, sehr, sehr familienfreundlich hier am Wiener Neustädter Bahnhof und hier die Landespolizeidirektion von Wiener Neustadt. Positiv. Ja, der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist, wie einfach kann man ein Ticket kaufen. Und hier kann ich mit der App ein Ticket gleich noch am Zug kaufen. Das ist für Familien, die immer zu spät sind und wo es ein bisschen unorganisiert ist, immer leicht. Und das ist bei den meisten Familien mit vielen Kindern so. Das heißt, wir sind hergekommen, sind in den Zug eingestiegen, dann haben wir aufs Mobiltelefon geschaut und haben die App uns ausgesucht und haben es dort jetzt gekauft. 10 Punkte für Einfachheit des Kaufens. Wirklich toll. Nächster Punkt. Sauberkeit im Zug. Ich bin schon in Zügen gewesen, die waren wirklich, wirklich verschmutzt. Da waren Graffiti drauf, da war Schmutz und Abfall und volle Abfallkübel. In diesem Fall hier ist es wunderbar sauber. Mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Und 10 Punkte für Sauberkeit der öffentlichen Anlagen. So, jetzt sind wir in Wien. Die Fahrt war wirklich angenehm. Ich habe die paar Punkte erwähnt, die mir wirklich beeindruckt haben. Die Sauberkeit im Zug, die angenehmen Sitze, die habe ich nicht dokumentiert. Das waren wirklich angenehme Sitze. Vielleicht habe ich noch eine Chance, das zu dokumentieren später. Eine Kleinigkeit war, dass es im Zug keinen Stromanschluss gab. Ich konnte mich also nicht rechargen. Das gilt aber nicht als familienunfreundlich, nur als
digital medienunfreundlich. Und es gab im Zug auch eine Toilette, das habe ich auch nicht herausgestrichen. Ganz wichtig. Das heißt, du konntest mit einem Kind auf die Toilette gehen. Das war auch sehr positiv. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Stadt an und sehen, wie das funktioniert. Heute ist unser Morgen. Nulli. Welche Punkte hast du? Morgen, Jon. Morgen, Nulli. So machen wir. Sonntagen, kalt und lob morgen, ja. So. Danke. Morgen. Frankreich. Gegen Argentinien 2-0. Hettig. 2-0. Egal, ich spiele beide. Ah, beide haben gute. Argentinien haben 2-80. Listen, we have not asked. Wir haben nicht gefragt. Okay. Eine Sache, die ich noch erwähnt werden muss, ist, dass man ja immer Schwierigkeiten hat, den Kinderwagen dort zu parkieren. Und wir sind hier gerade im Stephansdom und man hat uns den Kinderwagen einfach an der Kasse parkieren lassen. Das war ganz, ganz nett. Wiederum 10 Punkte für die freundlichen Kasseleute, die uns erlaubt haben, den Kinderwagen einfach dort zu parkieren, auf den aufpassen. Nicht selbstverständlich, sehr nett. Also die Führung durch die Katakomben im Stephansdom ist äußerst empfehlenswert. Wir haben den Kinderwagen vorne bei der Kasse gelassen, die waren sehr, sehr nett. Und auch der Führer hier sehr kulant. Wir hatten eine Zweijährige dabei, die ein bisschen Lärm gemacht hat, aber es war sehr entspannt. Also wiederum hier, die ganze Erfahrung war äußerst positiv, sehr, sehr kinderfreundlich, war wirklich gut. Now this is a Donald Trump hairstyle if I've ever seen one. This is the closest I've ever it's had. It's green to match his orange. No, there not your orange. Wow, now that is a hairstyle. Yeah, it's fabulous. Ein wichtiger Punkt, der in vielen Städten gegeben ist, aber nicht allen, ist eine große Fußgängerzone, die freundlich ist zum Spazieren. Und das ist hier in Wien ganz sicher gegeben. Also wir haben hier genügend Platz für, zum Spazieren, für mehrere Leute. Wir sind in der Mitte von Wien und für unseren Kinderwagen. Obwohl schon eigentlich sehr viel Tourismus da sind, viele Touristen sind hier, kann es noch immer angenehm gehen. Hier auf der Spitze vom Stephansdom und da geht ein Lift hinauf. Unglaublich familienfreundlich, also weitere 10 Punkte. Und hier ist das Dach vom Stephansdom. Und ich bin gerade den Weg gegangen hier. Und hier ist das Dach vom Stephansdom, sehr, sehr schön. Und der Blick über Wien, der ist gleich gigantisch. Auch alles kindersicher übrigens. Gut gemacht. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass der Herr unten an der Kasse alle Kinder frei hineingelassen hat. Also das sind immer gleich 20 Punkte für den Standort Wien an Kinderfreundlichkeit. Nur die Erwachsenen haben bezahlt, das wären 6 Erwachsene und alle Kinder an deren Zahl, auch die Freunde, das waren 9 Kinder, kamen kostenfrei hinein. Man muss dazu sagen, bis 4 waren es kostenfrei, aber auch die älteren Kinder hat der Portier dort kulant weitergelassen. Toll, spitze. Gratulation, Wien. I'm here with Elizabeth. Elizabeth, you have 3 kids, right? I do, yes. How do you like the city in terms of friendliness for kids and families? Oh, man. For it's great. We've had a really great time. Are you just saying that or are you like meaning it? No, it's been great. It was good, like getting with the kids too and toilets. There were toilets on the train. Toilets on the train. Were they clean? Waren die sauber? Yes, they were clean. Sauber für Kinder? Great. And getting on with the stroller. Of course, you don't have small kids. But yeah, it was fine. Everything was fine.
Hast du es gern gehabt bis jetzt? Kids like the trains, exciting for kids. Ja, zum Fahren. Yeah. Und das Restaurant, wo wir gegessen haben, die Pizzeria, war die kinderfreundlich? Ja, yeah, ja. Yeah. Kinderfriendly? Ja. Yeah. Okay, gut. Also woher bist du? Where am I from? Mhm. Ich bin aus, ich komme aus Amerika, Washington State. Sehr gut. Sehr gut. Und besucht uns gerade. Das ist meine Schwägerin, eine ganz, ganz liebe Dame. Und ja, und testet mit mir Wien, ob Wien kindersicher und kinderfreundlich ist. Also. Was wir noch herausgefunden haben, ist, dass alle Museen, alle Stadtmuseen hier für Kinder kostenfrei sind. Das ist bis, glaube ich, 18 Jahre mit einem Studentenausweis und die kleineren sowieso. Das heißt, man kann mit den Kindern in Museen hier gehen, unglaublich, sehr, sehr kinderfreundlich. Nochmal 10 Punkte für Wien.